Noch Kamerabug oder wie sagt man, Framerate Bug. Das ist immer ein Mist mit Framerate Bugs. Wir dürfen sich großes über nicht erlauben, einfach einen Kameraabsturz. Sonst können sie nämlich Diabos bekommen. Ich weiß nicht, kennst du Tom Schaffe? Kennst du den? Der hat irgendwie 100.000 Diabos bekommen. Der ist von 1,12 auf 1,88. Also er ist sehr tief gefallen. Er ist halt nur knapp über 1 Million, hat aber damals 1,1 Millionen gehabt. Irgendwie ist der gefallen, ist Tom Schaffel. Ist ja trotzdem noch gut, ne? Ja, aber 100.000 ist schon ein großer Zahl für so einen YouTuber. Weißt du, was ich meine? Ist auch schon eine hohe Zahl. Kann man es hier mal so sagen. Aber Rabai wird es ja schneller auf, stellt Nintendo oder Gronkh? Besser, Nintendo stellt es ja schneller auf. Er hat nicht so viel wie Gronkh, aber er kriegt eine größere Abo-Wahrscheinlichkeit. Er kriegt, ich weiß nicht warum Nintendo mehr Abos ja zur Zeit sind, aber eine Schnelligkeit kriegt. Bestimmt, weil dieses Zelda wieder spielt. Das sehen die auch viel gerne. Ist das die meine? Ja. Ist da hinten schon die Auffahrt? Ich glaube schon, ja. Wir müssen ja nicht ausgeschildert werden. Ey, wisst ihr schon, dass es von Super Mario 64 einen guten, beliebten Hack gibt? Ja. Luigi's Mansion 64. Das ist ein Luigi, der Spielstyle ist Luigi, aber bis zur Mario-Welt. Bloß, dass die Textur noch anders, ein bisschen anders ist. Da ist nämlich alles im Boohoo-Style, nicht im Mario-Style. Ist auch geil. Das Spiel ist auch beliebt. Aber vor dem Autobahn fahren wir ja mal eine Jacke ausziehen, das ist ja schon warm. Kannst ja machen. Park halt doch hier kurz an. Hier kannst du nicht anhalten. Achso. Ich fahre hier die Straße gerade und dann. Ja. Oder wir halten an der ersten Raststätte an oder so. Können wir auch. Ja, das wird schon warm. Dann hast du mehr jetzt lieber auch, die sind nachher zusammenklappst. Schon nicht zusammen. Hä? Und wir musst du gleich überhaupt. Ist hier überhaupt eine vierte Ausfahrt im Kreisverkehr? Ja. Geradeaus kann man fahren. Ich glaube, da wird auch keiner groß lang fahren. Du sollst die vierte Ausfahrt geben. Ja, vierte Ausfahrt. Bahnhof. Ich mag Züge. ASDF-Movie. Nee, die Ausfahrt war woanders. Ich weiß nicht. Aber wir sehen ja kurz aus hier mal so. Ja. Vorsicht. Das sind LKW-Reifen, nicht das LKW uns gegen Bach fährt. Wird da vorsichtig aufsteigen gegen die Autos. Ja. Hier vorne müssen wir doch hochholen, nicht? Ja, deswegen da. Deswegen habe ich ja gefragt, wo die vierte Ausfahrt ist. Das vierte Ausfahrt ist immer die Ausfahrt, wo du drin fährst. Also wo du reinkommst, wie ist halt meine Marie, wo du nicht lange fahren darfst, in der gegensätzten Richtung. Doof erklärt, aber ich bin der nächsten rechts immer so ein Noob. Oh, jetzt kommt hier LKW. Also bloß nicht parken, sind wir alle des. Gut. Aber ich will's halt auch cool finden, dass YouTuber immer die englische Sprache ran in Deutsch umändern. Wie geht das? Du hast ja das Englische auch nicht. Ja. Ich meine ich. Tja, aber ich glaube nicht, dass ich niemals. Ich glaube nicht, dass ich jemals große Tuber werde. Dazu liegt es mir leider an Unterhaltungsbranche. Ja. Ich meine, ich kann schon mit 1000 Videos schon was aufnehmen, ja. Also anders schon kommt. Warum ist jetzt so ein Bug im Handy? Also die scheiß Sonne, die so ein Fail macht. Schwerin, yay. Guck mal Leute, da ist die Autobahn. Sag ich mal in YouTube. Ja. Von denen sind ja nicht mehr erfahren, Alter. Jetzt für mich echt wie es ernsthaft wie zu Hause, Alter.
Ja, das ist das moderne Leben, ey. Das ist das echt moderne Leben. Das muss man genießen, nicht wahr? Oh ne, nehmen wir an die Ziegeltrasse. Stimmt. Nee. Normale Brücke. Alter, so eine saubere Autobahn, das ist schon geil, ja. Die Szene ist mit, die Szene ist überall Betonkrebs, muss ich ja bloß sagen. Wenn du nach einer Topic Islands fährst. Der hat überall Betonkrebs, aber hier Gott sei Dank nicht. Ja. Oh, hier kommt aus Bonn. Ganz weit weg. Das ist bestimmt nach Hamburg hier. Ja. Na, wo der 14 als Karstadt bis groß waren oder können wir schon lang fahren? Das Thema Europa ausstellen finde ich auch geil auf der Autobahn. Ja. Standardgeschwindigkeit 130. Richtgeschwindigkeit, ja. Ja. Da, das war das 160 fahren. Also
ich, hier schon runterfahren? Nee, ist immer noch. Aber damals musste man, glaube ich, hier schon runterfahren. Ja, damals, ja. Sonst hätten sie... Das ist bloß ein Parkplatz, den sie noch nicht gebaut haben. Jetzt sind wir MacPom. Sind wir mit der Parkplatz, keine Sorge. Die wollen ja bloß einen Parkplatz bauen. Einfach nur zum Schäden. Ja. Denn Alter, vor die Jahrzehnte, Alter, wenn ich Betonkrebs hat, Alter. Die Erziehung müsst ihr auf 14 beneiden, weil die so sauber ist, ja? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Bist du schon mal lang gefahren, die 10 noch nicht, wo Betonkrebs über war oder nicht? Die ganzen verschiedenen Laken da. Wir sind auf der 2 damals, oder nicht? Ja. Was ist denn die Vorenthalten auf der 2? Darfst du 160 fahren? Also auf der letzten Spur darfst du so schnell fahren. Da musst du dich gleich durchziehen auf der 2. Ich würde ja auf der mittleren fahren dann. Weil da ist ich bin trotzdem immer noch Blitz, wenn auf der großen Autobahn da. Ist ja voll episch, Alter, als sie gebaut haben. Das ist wohl wahr, ja, grüne Autobahn, wie sie das hier nennen. Das ist wohl wahr geworden. Ja. Alter, er lang. Die kennen gute Kennzeichen. Bei Fürth.
nennt so ein Auto aus Polen? BG stand da. BG ist Bulgarien. Europäisches Kennzeichen.
Ja, sind wir schon runter, ja. Ja, die Ausfahrt, genau. Sind wir hier schon runter? Ja. Ja. Hast du im Echo gehört? 3 Kilometer sind wir runter. Genau. Hier draußen kriegt ihr auch 2 Ausfahrten, wisst ihr das schon? Hier draußen im Zentrum und hier draußen Nord kriegen wir auch. Weil wir gute Fernstraßen haben. Hier müssen wir runter, ja? Genau. Ja. Ja, hier runterfahren, Florian. Schön, machen wir schon mal YouTuber-Sprache. Das spricht hier auch nicht bestimmt der YouTuber. Und nein, ich will nicht drüber, ich beleidige. Aber schon geil, Alter. 300 Metern rechts. So, jetzt mal kurz den Cut, sonst bricht mir der Arm ab.